Heute zeigen wir euch, wie man in einem Restaurant bestellt. Auf langsamen Deutsch. Los geht's! Janusz hat Hunger. Ich habe Hunger. Kari, Esti, wollen wir was essen gehen? Hast du Hunger? Riesenhunger. Okay, wir kommen mit. Wir gehen jetzt essen. Wir suchen ein Restaurant. Janusz, willst du Pizza essen? Nicht so gerne. Pizza ist ungesund. Aha. Esti, willst du Schnitzel essen? Nein, ich bin Vegetarierin. Okay. Wollen wir asiatisch essen? Oh ja, sehr gerne. Finde ich gut. Gut, dann gehen wir zu Flying Monkey. Wir gehen jetzt in ein asiatisches Restaurant. Das Restaurant heißt Flying Monkey. Hier gibt es Gerichte aus verschiedenen asiatischen Ländern. Man nennt das auch modern Fusion-Küche. Janusz und Esti setzen sich an den Tisch. Auch Ludi ist dabei, unser Bürohund. Ludi, hast du auch Hunger? Hallo, schönen guten Tag. Erstmal ein Menü für Sie und würden Sie gerne erstmal Getränke bestellen? Ein großes Sprudelwasser, bitte. Ja, gerne. Für mich einen vietnamesischen Kaffee, bitte. Ja. Für mich eine Apfelschorle, bitte. Einmal groß oder klein für Sie? Groß, bitte. Okay, danke schön. Danke. Janusz studiert die Speisekarte. Janusz, was wirst du nehmen? Ich kann mich gar nicht entscheiden. Soll ich den Lachs nehmen oder die Garnelen? Janusz kann sich nicht entscheiden. Wie immer, nimm doch den Lachs. Lachs ist genommen. Kari, ich kann mich auch nicht entscheiden. Hast du viel oder wenig Hunger? Wenig. Ich habe gerade erst gefrühstückt. Aha, dann nimm doch eine Suppe. Für Suppe ist es viel zu warm. Wie wär's mit der Frühlingsrolle mit Nudeln? Ich glaube, das ist eine gute Idee. So, die Getränke kommen schon. Erstmal den Apfelschorle bitte. Mhm. Was für Sie, ja? Einmal den Sprudel Wasser. Danke. Einmal den Gläser für Sprudel Wasser und ein vietnamesisch Kaffee. Ja, sehr schön. Und wollen Sie gerne zum Essen bestellen gleich? Ich glaube, wir brauchen noch eine Minute. Wir gucken noch. Okay, ich schau mal wieder. Danke. Auch Ludi kriegt etwas zu trinken. Wir haben uns endlich entschieden und jetzt ist unser Kellner Tien zurück. Jetzt können wir bestellen. Ja, gerne. Janusz, du fängst an. Was möchtest du bestellen? Ich bekomme den gegrillten Lachs und als Vorspeise die Edamame. Ja, gerne. Ich hätte gerne die Nummer 74. Gibt es Milchprodukte in der Soße? Nee, gibt es keine Milch dabei, weil gibt es die vegane Hauptspeise. Ah ja, okay. Esti, was bestellst du? Für mich bitte die Nummer 70. Das war alles für Sie? Dankeschön. Ja? Wollen Sie gern, also darf ich erstmal alles zusammenbringen oder wollen Sie gern den kleinen Dinger Edamame für Vorspeisen erstmal? Alles zusammen. Alles klar, danke. Dankeschön. Janusz, hast du Hunger?
Ich habe Hunger, tatsächlich. Ich sterbe vor Hunger. Heute ist es sehr heiß. Und du trinkst warmen Kaffee. Ja, aber einen sehr leckeren Kaffee. Wie schmeckt der Kaffee? Ist etwas übersüßt, aber gleichzeitig sehr stark und das macht das Ganze, den ganzen Geschmack aus. Starker, süßer Kaffee gibt Janusz Kraft. Deutsch lernen Schritt für Schritt in langsamem Deutsch, das ist doch ein echter Traum, oder? Und das könnt ihr nicht nur bei Easy German machen, sondern auch in einer App auf eurem Handy. Unsere Partner-App Seedlang ist wirklich ein super Werkzeug zum Deutschlernen. Es gibt Vokabeln, es gibt interaktive Geschichten. Ihr könnt eure Aussprache üben und gleichzeitig auch die deutsche Grammatik und das Vokabular kennenlernen. Und das Tolle ist, wir sind auch dabei in dieser App. Es gibt viele kleine Geschichten mit Janusz und mir. Schaut euch das mal an. Seedlang ist im App Store und im Google Play Store und ihr könnt das jetzt auf euer Handy runterladen. Esti und ich stellen euch jetzt Restaurantvokabeln vor. Das ist die Speisekarte oder das Menü. Das sind Servietten. Die Serviette. Wichtig für Janusz, denn er kleckert gerne. Janusz, möchtest du Stäbchen? Sehr gerne. Es macht Spaß, mit Stäbchen zu essen. Das finde ich auch. Kari, möchtest du eine Gabel? Nein, ich nehme auch Stäbchen. Aber ja, die andere Option ist der Löffel. Oder, erstmal alles anfassen, die Gabel. Oh, da kommt unser Essen. Erstmal die Nummer 74, den vegane Ente. Danke. Einmal die Nummer 60, Monkey Simon, das für Sie. Und einmal den Spring Roll mit Nudeln, das für Sie. Danke. Und einmal Edamame, bitte. Dankeschön, das sieht gut aus. Guten Appetit. Danke. Danke sehr. Leute, wir haben so einen Hunger. Jetzt fangen wir an zu essen. Wie schmeckt die Vorspeise? Total lecker. Etwas salzig und bienenmäßig. Es schmeckt nach Bohnen. Esti hat sich Nudeln mit Frühlingsrollen und Tofu bestellt. Lecker. Janusz hat sich Lachs mit Reis und Salat bestellt. Frisch und saftig. Und ich habe mir vegane Ente bestellt. Das ist ein populäres Gericht in Berlin, in vielen vietnamesischen oder asiatischen Restaurants. Ich weiß aber gar nicht, ob man das in Asien isst. Schreibt mir mal einen Kommentar, ob es vegane Ente auch in Vietnam gibt. Oh. Janusz hat schon wieder gekleckert. Gut, dass er eine Serviette hatte. Ja, man lernt. Janusz, hat dir das Essen geschmeckt? Aber so richtig total lecker, ja. So richtig total lecker. Ich hab auch jetzt... Reis im Bad. Ja. Ich habe jetzt auch gelernt, wie diese leckere Soße heißt. Nämlich? Tiramisu, ne? Teriyaki-Soße. Janusz hat Lachs mit Teriyaki-Soße gegessen. Voll lecker. Und gekleckert. Ich kann nicht mehr. Ich bin voll. Ich schaffe das nicht alles. Vielleicht muss ich den Rest mit nach Hause nehmen. Das war alles gut bei euch?
Es war super. Danke, hat super geschmeckt. Danke. Darf ich schon erstmal abräumen? Ja, gerne. Ich habe nicht alles geschafft. Ich bin schon satt, aber es war sehr lecker. Dankeschön. Und wollen Sie gerne noch was zum Nachtisch bestellen? Nachtisch? Nachtisch geht immer. Nachtisch geht immer. Gerne. Kannst du mir das bitte einpacken? Ja, natürlich. Mag ich mal ein. Danke. So, erstmal mitnehmen für Sie. Brauchen Sie noch den Twitter noch dazu? Nein, danke. Jetzt sind wir bereit für den Nachtisch. Gibt es auch veganen Nachtisch? Veganen Nachtisch? Wir haben den Guaibaozi für den veganen Nachtisch. Ja. Können wir das ohne... Kann ich die Sesambällchen ohne Kondensmilch bestellen? Ja, kann man. Kann ich machen. Ohne Kondensmilch. Okay. Dann ich nehme einmal die Sesambällchen ohne Kondensmilch und für ihn die Sesambällchen mit Kondensmilch. Und Esti möchte auch was. Für mich einen vietnamesischen Kaffee, bitte. Ja. Das ist alles. Dankeschön. Alles klar, bin mal gleich hier. Danke. So, einmal den vietnamesischen Kaffee für Sie. Danke. Einmal den Sesambol ohne Kondensmilch und einmal mit Kondensmilch für Sie. Dankeschön. Können wir auch direkt zahlen? Ja, wollen Sie gerne alles zusammen bezahlen oder getrennt Sie wohl? Normalerweise zahlt man in Deutschland getrennt, aber wir bezahlen heute zusammen. Können wir mit Karte zahlen? Entschuldigung, geht's bei online nur Barzahlung. Ah, nur Barzahlung. Okay, dann, Janusz, musst du jetzt Bargeld holen. Okay, mach ich. Janusz geht jetzt zum Automaten. Denn in Deutschland muss man oft bar zahlen. Janusz ist zurück vom Geldautomaten. Wir haben bezahlt. Und während Janusz seinen Nachtisch isst, verabschieden wir uns von euch und bedanken uns zum Ende nochmal beim Flying Monkey. Ein leckeres Restaurant in Berlin. Wir verlinken das mal unten. Wenn ihr auch mal dort essen gehen möchtet, wo wir gerne essen. Danke fürs Zusehen und ihr könnt jetzt weiter Deutsch lernen mit unseren interaktiven Übungen und mit Seedlang. Hier unten sind alle Links. Janusz, bist du satt? Ja, ich bin satt. Bis bald. Ciao. Ciao.